Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. In der letzten Episode haben wir die ersten vier Glocken dieses geheimnisvollen Kirchturms hier geläutet. Und zwar waren das vier Sternzeichen Skorpion, Wassermann, Löwe und Stier, die wir in der richtigen Reihenfolge läuten mussten. Und nun hat sich unten ein Siegel gezeigt. Averys Siegel, der Totenkopf, da unten sehen wir es. Und eine vierte Glocke, der Weg zur fünften Glocke hat sich offenbart, ganz oben an der Spitze des Kirchturms ist. Und ja, die Vermutung liegt nahe, dass wir da irgendwie auch noch was mit anstellen sollen. Deswegen versuchen wir das einfach mal. Oh, das sieht sehr schnell aus hier. Schaffen wir das? Ja, das dachte ich mir. Ah, aber hier kann ich irgendwas hebeln. Oh oh. Schnell weiter. Es tickt verdächtig. Ach, aber wir haben es geschafft. Hat Spaß gemacht. Ist es noch weit? Geht so. Können wir hier bei die Zahnräder, glaube ich, klettern. Hier kann ich an der Uhr drehen. Ach, okay. Ist das ein Rätsel? Es scheint ein Rätsel zu sein. Okay, ich werde eine bestimmte Uhrzeit einstellen müssen. Wow, tolles Panorama. Oder doch nicht. Das ist echt krass. Also, wenn ich so klettern könnte, dann würde ich das auch nicht machen. Hier lang klettern. Ich gehe nochmal gerade ganz kurz rein. Ich muss wahrscheinlich irgendwas mit der Uhrzeit machen, oder? Also hier geht es nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich außen rum und dann dort oben... Wann läutet es denn? Eigentlich mal zur vollen Stunde. Vielleicht sollte ich mal einfach hier die volle Stunde einstellen. Nein, weiter. So. Diese Ausrüstung bringt mir nicht viel. Bisschen noch. Läutet aber nicht. Diese Ausrüstung bringt mir nicht viel? Was meint ihr damit? Hier ist nichts weiter zu lesen. Avery, ja. Averys Symbol. Hilft mir jetzt erstmal nicht weiter, leider. Kletter ich mal hier außen weiter. Ach. Ich bin auch ein Idiot, ne? Jetzt weiß ich, wofür das ist. Das ist gar nicht ums... Uhrzeit einzustellen, schon, aber die Uhrzeit ist egal. Es geht einfach nur darum, dass ich darüber klettern kann. Und dafür brauche ich natürlich die Zeiger auf Viertel nach... nee, Quatsch, was ist denn das dann? Ach so, der Stundenzeiger bewegt sich eh nicht. Okay. Viertel nach drei auf jeden Fall, oder Viertel nach zwei, eins von beiden. Aber da der Zeiger eh kaputt ist... Viertel nach neun ist es natürlich. So, jetzt geht's weiter. Okay, muss ich da dran springen oder was? Das wäre mega todesmäßig. Im Ernst? Alter Schwede. Der ist echt geisteskrank, der Nate. Geht's jetzt lang? Muss ich hoch? Oder runter? Die Aussicht. Ich muss nochmal die Aussicht genießen. Ah. Guck dich das an. Ist das geil oder ist das geil? Okay, runter zu gucken ist nicht so geil. Waren wir nicht eben direkt an so einem Marktplatz? Der ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Da würde ich mal gerne drauf gucken von hier. Komm schon, Nate. Komm schon, Nate. Da werden wir. Haben wir noch einen Schatz? Oh, Leute. Geht mir einer ab. Guckt euch das an. Das Spiel ist so schön. Jetzt müsste ich ja eigentlich den Marktplatz sehen, hier unten. Wir sind doch hier irgendwo reingegangen.
Da ist überall grün. Hier muss der Marktplatz dann sein, oder? Ja, da ist er. Der Marktplatz. Seht ihr, es ist immer noch reges Treiben. Es sind immer noch ein paar Zitronen da, die verkauft werden wollen. Ich geh da einfach mal. Soll ich da mal hochklettern? Nee, ich geh erstmal innen drin gucken. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Ja, das hoffe ich auch. Ich befürchte aber das Schlimmste. Okay, kann ich irgendwie am Köbelchen drehen? Ich wollte eigentlich draußen nochmal hochklettern. Vielleicht kommt das noch. Das wird richtig laut. Oh shit, das wird jetzt richtig laut. Achtung! Sorry, der Griff ist abgebrochen. Fuck, ey, ich dachte, die ganze Glocke würde runterfallen. Ja, dann wäre aber Halleluja. Aber auch so ist schon Halleluja. Eigentlich müsste das voll in die ganzen Zahnräder gefallen sein und der ganze Scheiß müsste sich normalerweise voll verabschieden. Was meint ihr, was da für Kräfte hinter stecken, wenn da so tonnenschwere Zahnräder ineinander verzahnt sind und das Ganze sich dreht? Wenn da irgendwas zwischensteckt, da macht es einmal Rums und dann fliegt aber alles auseinander. Ja. Okay, los geht's. Und schwingen und schwingen und schwingen. Oh shit. Oh shit. Ich muss hoch. Okay, wir sind ja schon fast unten. Alter. Und draußen werden immer noch Zitronen verkauft. Wow. Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Ein Rad dreht sich noch. Ist nicht alles kaputt. Mann, ich wollte noch auf den Kirchturm geklettert sein. Vielleicht wäre da noch irgendein Schatz gewesen. Okay. Nehmen sich natürlich absolut den schwersten Gegenstand von allen Sachen zuerst. Statt dass die erstmal die Bretter wegräumen. Schau, die Münze. Willst du sie? Ja, klar, warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück, Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Er kommt. Gut. Okay, ihm geht's wirklich gut. Wieso ist er nicht ans Handy gegangen? Das klingt für mich irgendwie ein bisschen komisch. Oder ist er gefangen genommen und konnte gerade nicht sprechen? Aber er würde sie niemals zu uns führen. Das glaube ich nicht. Sally, dieser Bruder ist kein Arsch. Ja. Wow. Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Oh, das Spiel sieht so gut aus, dass ich teilweise richtig vergesse, mich zu bewegen. Weil ich denke, es wäre noch die Zwischensequenz. Aber die ganzen Zwischensequenzen sind einfach Ingame-Grafik. Das ist... So, das sieht wieder nach einem kleinen Rätsel aus. Wahrscheinlich bin ich wieder zu dumm, es zu lösen. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, die haben diese Sternenmuster. Sternenmuster? Ach, da unten. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Okay, die Hand kann ich so bewegen. Ja, wahrscheinlich so, dass es passt, oder?
Oh. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piraten. Da sind ja auch noch Dinger. Adam Baldridge, Anne Bonnie und Christopher Condent. Genau, das sind die drei, die wir gefunden haben. Lass mich mal schauen. Aber hier ist es nicht so leicht zu sehen, wo diese Symbole überhaupt sind. Das ist alles so verwaschen. So? Hm. Ich sehe es gerade noch nicht. Also oben war es... Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Oben war es eindeutig. Vielleicht kann ich es noch nicht lösen. Weil ich kann es jetzt auch nicht mehr auswählen. Vielleicht soll ich erstmal hier nachschauen. Hier sind Bilder hey, von den drei. Baldridge, Bonnie und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Du hast die Haare schön. Ich wusste echt nicht, dass es auch weibliche Piraten gab. Auch wenn... Er sieht ein bisschen aus wie Jack Sparrow. Und er sieht ein bisschen aus wie... Als hätte er den gleichen Friseur wie Anne. Wie heißt sie? Anne Bonnie. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Ja, nicht schlecht. Ah. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Einer oben, drei unten. Dann. Ach ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Mhm. Hier sind zwei unten. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Bonnie war ein Rotschopf. Ja. Klingt so, als steht er auf rote Haare. Und hier haben wir auch wieder zwei oben, drei unten. War das nicht bei dem ersten auch so? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ah, okay. Nee, da müssen die drei auf jeden Fall nach da, sonst kann das ja gar nicht passen. So. Und dann hier die zwei. Zack. So passt's doch. Also, die Skelette nach links, das Pferd nach rechts und den Drachen auch nach rechts. Links, rechts, rechts. Schauen wir mal nach. Ich finde nur die Sterne hier, die kann man so schlecht erkennen. Links. Rechts. Rechts. Noch eine Tür. Ja. Also, wer waren diese Typen? Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was, willst du einen Freund anrufen? Fast. Googeln. Ich texte Sam. Oh cool, ich kann es selber machen. Wie cool. Sully. Hallo, Sully. Lächeln. Nee, komm schon. Hallo. Wie geil. Lächeln. Kann ich auch zoomen? Kann ich zoomen? Geil. Sowas liebe ich einfach. So kleine Quatschsachen, die man machen kann. Mega gut. Kann ich auch ein Video machen? Nee, leider nicht.
weiß nicht, ob das so schlau ist, ihm eine SMS zu schicken. Weil erstmal kriegen wir den Hinweis eh jetzt gleich hier im nächsten Raum. Und außerdem ist das auch ein Hinweis, falls jemand anders sein Handy hat. Das ist ziemlich dumm gewesen, finde ich, jetzt eine SMS zu schicken. Seht ihr? Jetzt sehen wir nämlich sowieso, wer es war. Schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Okay, ich meine ja nur. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Too. Da unten ist das Muster. Das hätten wir. Sieht ziemlich kompliziert aus. Oh, Telefon. Hey, bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer ist. Also, die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Irgendwie kommt mir das Ganze komisch vor. Aber wir wissen jetzt doch durch unseren Bruder, zu welchem Piraten welches Symbol gehört. Das ist natürlich auch wichtig. Bücher. Das hatte ich vergessen. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldridge haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Ist einfach so. Na da. Das ist es nicht. Ach, da. Aha. So, und das muss ich erstmal wieder aufrichten hier. Wieso liegt das denn hier auf dem Boden? Hey, Sally, hilf mir mal. Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Danke. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. So, wollen wir mal schauen. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Er sieht auf jeden Fall nicht so glücklich aus. Aber an seinem Gemälde ist kein so ein Eumel, oder? Bin ich blind? Noch näher ran? Oder war es auf der Rückseite? Oder muss ich weiter weg? Nee. Wo ist es denn? Da unten. So. Okay, dann drehen wir das mal. Zuerst hier. Hupsala. So, das wird auf jeden Fall eine Ecke schwieriger. So, hier haben wir einmal drei nah beisammen. Drei weit. Okay, die haben wir überall. Also der muss auf jeden Fall so, auf jeden Fall nicht. Versuchen wir es mal so. Ob es da eine Kombination gibt. So könnte passen. Wollen wir mal schauen, ob das direkt passt oder ob das Zufall war. Aber das könnte passen. Also das wäre schwarzer Delfin rechts. Links unten. Rechts, links, unten. Mal schauen. Schwarzer Delfin, rechts. Links. Unten. So. Ha. Okay. Haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Komm schon, gib's mir, zeig's mir. Was kann ich denn hier noch so fotografieren? Voll cool. Okay, machen wir mal ein Foto davon.
Es scheinen auf jeden Fall einige Piraten hier gewesen zu sein in dem... in der Gruppe hier. Aber ich fand jetzt ein bisschen unnötig, dass wir wissen müssen, wer zu welchem Symbol gehört, weil es eh immer der Reihenfolge nach ist. Also ich muss jetzt die Symbole nicht den Piraten zuordnen, oder? Oder doch? Ah, doch, muss ich. Weil die wahrscheinlich nicht links, Mitte, rechts und so weiter so hängen, wie es hier ist. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie das war. Liebe Leute, in der nächsten Episode geht's weiter mit diesem Rätsel. Da werden wir hier in den schwierigsten Raum treten. Der Raum der vier Gemälde, die wahrscheinlich noch ein bisschen aufwendiger sein werden als die anderen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier zu Uncharted 4. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.